unter Wasser. Aber es ist ja nicht mal so eine richtige Wasserwelt. Achso. Ich muss schon springen, um die Dinger zu deaktivieren. Okay, schmeißt du deinen Knochen hier. Oh, hier haben wir Lava, das sehe ich jetzt erst. Ich muss uns ein bisschen mehr beeilen, so, aber das Rennen gegen die Zeit kriege ich locker hin. So, ob das so schlau war? Sagt ihr es mir. Tja, da wollte ich mal wieder zu viel. Das hat uns jetzt alles gekostet. Kriege ich denn hier mal eine Gelegenheit? Ja. Oh man, die Stelle zieht sich gut. Ja, also die Feuerbälle haben es halt echt kaputt gemacht gerade. Übrigens gibt es keine Power-Ups in diesem Level, ne? Also bis jetzt. Die Feuerblume habe ich noch von meiner Reservebox. Nicht wirklich nett ist. Komisch, dass das Level Floodcastle heißt, aber eigentlich viel mehr mit Lava zu tun hat. Und Wasser nur im Hintergrund fließt. Wo auch immer das hinfließen soll. Hier eh alles voll mit Lava ist. Stattdessen. Okay, ja, die Treffer muss ich leider in Kauf nehmen. Oh ja. Komm, gib mir mal ein Item hier. Wie wär's? Nicht? Okay. Schade. Jetzt müssen wir ja wirklich ohne... Nein, 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 das mache ich nicht ohne Pops. Weil spätestens bei der Stelle mit den Lavaballen werde ich immer wieder getroffen und sterben. Ich hole mir Power-Ups für dieses Level. Er ist nicht gesprungen. Oder ich weiß auch nicht, was das war. Auf jeden Fall ist überhaupt nicht das passiert, was ich gewollt habe. Und ich habe gerade den bescheuertsten Tod überhaupt hier gehabt. Okay. Ich wollte nur ein Power-Up haben. Nein, da ist stattdessen in die Lava gesprungen. Okay. Warum nicht? So, aber... Weil das Level mir auch gar keine Power-Ups bietet anscheinend, hole ich mir dann selber welche, weil... Das würde sonst echt frustrierend werden, glaub mir. Oh, okay, okay. Darf ich auch mal... Ja, super, dass du jetzt da festhängst, oh Mann. Scheiße, Mann. Mal hier auch ein bisschen zu beeilen, so. Oh, okay, vielleicht nicht so sehr. Hier kann ich hier rüber. Da kann ich rüberspringen. Hier kann ich rüberspringen einfach. Alles cool. So, bei der Stelle hier kann ich nicht rüberspringen. So, und das ist der Punkt, wo ich getroffen werde wahrscheinlich. Von einem der Feuerbälle. So, und jetzt muss ich mal ganz kurz pausieren, denn mein Telefon klingelt. So, Boys, da bin ich wieder. Ich hoffe wirklich, ich denke dran, den Spaß hier rauszustellen. Oh, guck mal! Der Grund, warum ich hier gestorben bin, weil ich hier so komisch runtergefallen bin. Wie fällt man überhaupt so in die Lava? Moment, ich kann das ja nicht mal nachmachen. Na gut, vielleicht. Aber echt komisch. Ist, weil da oben eine Yoshi-Coin war. Toll. Sonst keine Power-Ups weit und breit. Und danach kam natürlich der Checkpoint. Was denn auch sonst? So, kein Power-Up. Das zählt immer noch nicht, weil bis jetzt habe ich nicht mal eine Möglichkeit, an den Switch ranzukommen. Wir sind immer noch bei, in diesem Level gibt es gar kein einziges Power-Up. Oh Mann. Haben wir hier eins? Nein. Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Also, ich versuche jetzt wirklich zu zählen. Nicht zu zählen, das kann man ja nicht wirklich zählen, aber zu warten. Wann wirklich das erste Power-Up in diesem Level kommt. Es ist eigentlich nicht typisch für dieses Spiel, dass man komplett verwehrt bekommt. Eigentlich kriegt man sogar gut spendiert in diesem Spiel. Power-up-mäßig. Aber in diesem Level sind all diese Regeln außer Kraft gesetzt. Okay, jetzt haben wir eine lustige Stelle hier. Oh.
noch ein Checkpoint. Also, wenn wir kleiner Mario sind, werden wir zumindest groß an Checkpoints. So, hier haben wir ein Power-Up. Und zwar ein Pilz. Müssen wir da hoch oder da weiter? Okay, hier haben wir ein Power-Up. Versteckt. Versteckt sogar. Und das andere, ja gut, ist... Kann man als Power-Up betrachten. Als Pilz jedenfalls. Und hier haben wir noch mal eins. Gut, vor dem Boss zumindest sagt das Spiel so, ja komm, wir geben dir mal was. Okay, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber... Ich mache einfach den hier. Okay. Ich glaube, das Wasser macht den Boss eigentlich nur einfacher. Als schwerer. Das Level hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Nicht wegen dem Level-Design, das war vollkommen okay. Aber echt, weil bis zum Boss selbst nicht ein einziges Power-Up da war. Und das Level war ja lang. Und nicht wirklich so krass einfach, ne? Also hätte man schon ruhig machen dürfen. So, die Cutscene kennen wir ja. Das Ding fliegt weg. Und ein Funken. Bleibt da dran. Morton of the Flood Castle und the Giants sind defeated. Jetzt wartet Wendy Cooper für Mario im Snow Peninsula. Ah ja. Wir haben die Schneewelt erreicht. Okay, das ist die Schneewelt. Zählt das als Welt 4? Ja, das zählt als Welt 4. Da oben spielt sich irgendwas ab, aber ich glaube, das hat noch keine Relevanz für uns. Und immer noch keine Aussicht für... Also keine Sicht nach... Wie nennt man das? Grünen Switch. Das ist ein Secret Exit. Crash Bandicoot Mucke. Und es ist glatt. Guck mal, da oben ist doch schon was, aber okay, nichts, was für mich wichtig ist. Erstaunlich, dass das erste Crash Bandicoot Lied in diesem Spiel jetzt erst kommt. Vergesst nicht, wer diesen Hack gemacht hat. Ein junger brasilianischer Mann namens Bandicoot. So, ich habe keine Ahnung, ob ich das Ding mitnehmen muss. Achso, wahrscheinlich schon. Ich muss hier oben lang, oder? Danke für diese Yoshi-Coin. Die wird... Ja, die wird ganz toll dazu beitragen. Das war ja gemein. Wow, dieser Maulwurf hat mein ganzes Konzept hier zerstört. So, und jetzt habe ich ein kleines Problem. Okay, eins nach dem anderen. Dieser Maulwurf hat wirklich es so gemacht... So, ich weiß nicht, wie ich hier sonst hoch soll, als zu fliegen. Das ist mal wieder so ein Ding hier. Was sind hier Blöcke? Ja. Und sonst? Sonst nichts. Hier ist nichts. Ich weiß auch gar nicht... Da hinten ist irgendwas. Ich weiß aber wirklich nicht mal, wie ich an diesen Dings rankommen sollte. Ohne zu fliegen, an diesem Schlüssel hier. So, was haben wir jetzt da? Hä? Okay, also wenn man fliegen kann, echt nett, aber sonst keine Ahnung, wie das funktioniert hätte. Hier haben wir einen weiteren Bonusraum. Ne, das war schon komisch jetzt. So, dann bedienen wir uns mal wieder reichlich hier. Nehmen wir mal. Alles gut. Alles gut, ich kann noch 20 Mal verlieren. Solange er wiederkommt, ist kein Problem. So, der hat mich da eben fast umgebracht. Okay, es könnte zumindest mit dem Schlüssel auch klappen, wenn man Yoshi hat. Wenn man hier einen Doppelsprung hat, aber trotzdem würde ich ja nicht von hier nach... Oder? Ah, okay, so. Okay, was? Nö, hier sind manchmal Blöcke, die führen einfach ans Nix. Okay, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Ich will nämlich nicht diesen Pilz haben. Der würde alles kaputt machen hier. Boah, ist das eklig mit diesen Maulwürfen. Das hat mich jetzt... Ja, das gekostet. Der Boden überhaupt? Wird wohl wahrscheinlich, oder? Ja. Ich dachte jetzt auch nicht, dass auf einmal nichts ist.
Das wäre jetzt komisch gewesen. Ich habe aber damit ins Ziel. Mario mit Cape sieht einfach toller aus. Yes. Dann hier weiter. Das ist ein Secret Exit. Ich sehe es ja nicht mal, weil da Wolken sind. Nein. Hat es nicht. So, noch sind das keine Undergrounds, aber hier wahrscheinlich. Was willst du mir sagen? Ein Eisvulkan mit Knochen. Groß- und Kleinschreibung. Be prepared. Sei vorbereitet, weil sie sind slippery. Sie sind rutschig und du kannst jederzeit auf deinem Weg fallen. Diese Dinger hier. Oh ja, die sind wirklich rutschig. Also, ich weiß nicht. Jetzt irgendwie nicht so rutschig, wie man denkt, aber auch nicht so unrutschig, wie sie es normalerweise sind. Also, ihr seht dieser Yoshi. Okay, ihr seht es ja nicht. Der Yoshi, der macht die ganze Zeit Walk-Animations und läuft ja auch, während ich überhaupt nicht mal mehr den Knopf drücke. Okay, gleich zweimal hintereinander hier verloren. Nicht schlecht. Yoshi weg, Cape weg. Also, das war jetzt eine miese Abzocke. Ich versuche mich einfach gar nicht zu bewegen hier. Wie auch immer die Lava da überall an die Decke rankommt. Und zwar so, dass sie auch eine Form annimmt. Ganz komisch. Gut, dass der letzte Sprung mir geglückt ist. Sehr traurig, kurz am Checkpoint zu sterben. Geh weg. Stör mich nicht. So. Triple. Ja, kann ich gerade auch nicht dazu sagen, aber die Stelle haben wir überstanden. Das freut mich. Da ist ein Custom-Gegner. Die fallen. Das ist ein Custom-Käfer. Original aus Mario Bros. 3. Und wenn sie fallen, sind sie wieder, wie man sie kennt. Okay, das war... Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, aber sonst ist alles gut. Slippery. Und das berühmt-berüchtigte Geisterhaus. Das ging aber schnell. Guck mal, man kann sie beide auf einem Bild sehen, die Geisterhäuser. Eigentlich sogar, wenn ich nicht zoome, kann ich den Geist von links noch sehen. Also, ja. Und ich vermute mal, dass hier nach rechts der rechte Hügel ein Weg, also ein Secret Exit ist und ein Weg halt zu diesem Sternenportal. Okay, wir haben hier Hakenblöcke. Ich verstehe, hier darf ich nicht rein. Das Level ist übrigens auch rutschig. Ich bewege mich hier gar nicht, der macht das von selber. Kann ich da hoch? Nein. Tja, weil ich hier keine Ahnung habe, wo ich zuerst lang soll. Oh, ja, gut. Okay, ich weiß schon mal, wo ich nicht hin müsste eigentlich. Hat das mit diesen Münzen irgendwas so auf sich? Nicht? Ach, es gibt Fake-Blöcke. Okay, das ändert alles an diesem Level. Glaub mir, es ändert wirklich so einiges. Weil jetzt, das öffnet uns viel mehr Möglichkeiten, wo man suchen müsste. Nach irgendwelchen Sachen. Weil ich weiß ja nicht, ob ich da schon hin kann, zum Beispiel. Wisst ihr, aber... Grafikfehler. Ob da irgendeiner dieser Blöcke halt durchsichtig ist. Also nicht durchsichtig, aber dass man durchfallen kann. Okay, versau's mir hier nicht. Oder was mit dem da? So voll komisch das Ganze. Ja, warum nicht? Kann man ja mal annehmen. So, da haben wir einen bzw. den Schalter. Okay, das habe ich mir schon gedacht, dass ich hier durch kann, weil... Wie soll denn das sonst ausgehen? Hier kann ich zum Beispiel auch springen. Aber nur hier. In der Ecke. Voll komisch.
Hier oben war nichts mehr, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht ja doch am Ende. Oh Mann, das war jetzt scheiße. Direkt mal Ersatz nehmen hier. Für Ersatz sorgen. So, dann kann man jetzt hier entlang. Ich kann mir hier das Cape gönnen. Ob ich es brauche und wie ich es brauche, kann ich euch nicht sagen. Okay. Das Spiel hat mich bestätigt oder so. Das Spiel hat mir einen Ding-Ding-Sound gemacht und ich habe keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Mit dieser Information. Sehr seltsam das Ganze. Ich meine, klar, jetzt kann ich durch diese Tür hier durch. Ich habe sogar alle 5 Yoshi-Coins gesammelt. Wann habe ich denn das schon mal hinbekommen? Oh, das nehme ich sehr gerne. Für diese unangenehme Stelle hier. So, ob das Secret Exit noch kommt oder ob ich schon längst noch vorbei bin, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber das Level endet hier ja gar nicht mal. Ja. Jetzt haben wir ein Labyrinth. Und so viel Zeit haben wir auch nicht mehr, aber... Whoa. Tja, gehen wir mal davon aus, dass hier... Also ja, wir haben es nicht gefunden. Wir können auch sagen, hier gibt es eventuell keins, aber daran glaube ich überhaupt nicht. Also irgendwas mit diesem Ding-Soundeffekt was. Aber ich werde jetzt nicht nochmal hier reingehen. Ich werde das offscreen machen, weil wenn ich wirklich... nicht irgendwas hab, wo ich jetzt... Also, es gibt einfach viel zu viel Spektrum. Raum, meine ich. Nicht Speckraum. Vergiss das Wort. Wo ich suchen könnte, dass es viel zu lange dauern würde. Deswegen lassen wir das erstmal sein. Das hat ja jetzt eh keine Eile. Das kommt erst im Nachhinein. Dann tue ich euch den Gefallen, dann tue ich mir den Gefallen, dass wir die Videos nicht unnötig lang machen, ohne Inhalt reinzuschaffen. Und gehen stattdessen in dieses Wasserlevel, welches ein Secret Exit ebenfalls hat.